Ja, links geht der, oder? Willkommen beim Shelly Vlog Nummer 1. Heute erzählen wir euch ein bisschen drüber, was wir an der Karre jetzt schon gemacht haben. Weil wir haben ja schon so richtig viel Spaß gehabt, als wir mit dem Ding von Frankfurt hier runtergekommen sind, weil erstmal die Lichtmaschine abgekackt ist. Ui. Weil die Lichtmaschine abgekackt ist, also mussten wir ein paar Raststättenstopps einlegen, damit ich mit meinem Mercedes den Wagen wieder aufladen kann. Also haben wir gestern den Lichtmaschinenregler erneuert mit den Schleifkohlen, dass wir das wieder einbauen, dass das wieder alles funktioniert, weil die Lichtmaschine war ja an sich neu, bloß der Regler war halt defekt. Und heute haben wir uns darum gekümmert, um die Kabel. Also wir müssen ihn halt umrüsten. Bei den Amis ist es ja so, dass die Bremsleuchten und die Blinker gleichzeitig leuchten, blinken, wie auch immer, es ist anders quasi. Wir wollen jetzt, dass hier die Seite der normale Blinker wird. Dann haben wir einmal Standlicht und einmal Bremslicht. Genau, das müssen wir halt jetzt so verkabeln, dass es hinhaut. Das Problem ist nur, bei den Amis ist es nicht ganz so leicht. Also es gehen drei Kabel hin auf jede Fassung. Man könnte jetzt meinen, das ist Bremse, Blinker und Masse, aber es ist nicht so. Sondern es kommt alles von vorne, von irgendeinem komischen Relais, was mit dem Blinkerschalter und so. Ja, genau. Ja, es ist alles ein bisschen. Jetzt haben wir quasi vorne direkt am Bremslichtschalter ein Kabel vorgelegt, damit man quasi nur noch die mittlere Leuchte als Bremslicht dann haben. Jetzt haben wir natürlich, dass es ein bisschen scheiße ist. Also die Bremse funktioniert jetzt und der Blinker links. Also hier haben wir jetzt Bremse, nur noch hier. Und Blinker links geht auch, aber Blinker rechts feilt noch ein bisschen. Also da müssen wir noch ein bisschen gucken, was wir da machen. Aber da haben wir heute keinen Bock mehr. Ja, was sonst? Ah ja, und wir haben natürlich die Polster alle sauber gemacht mit einem Nasssauger, damit es da drin nicht mehr nach alter Oma stinkt. Na, ist auch ziemlich was weggegangen. Ja, ziemlich also, Schmutz weg. Ja. Das war schwarzes Wasser, was dann abgesaugt worden ist. Also, es war so ein Nasssauger, das ist eigentlich echt top gegangen. Also, ja. Ja. Ansonsten haben wir hier so eine kleine Liste. Die gilt es noch abzuarbeiten. Genau, was wir alles machen müssen, ein paar Sachen haben wir schon. Aber wir haben halt erst angefangen, sag ich mal. Ja. Mit dem Aufbau. Jo. Naja, aber dafür sind der Projektautos da. Mal gucken, ob er überhaupt fertig wird. Ich bin da guter Dinge. Hoffentlich zur nächsten Messe dann. Ja. Und dann, würde uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann erfahrt ihr immer mehr über unseren Chevy, was wir daraus machen. Erfahrt generell auch wieder so, was wir generell so machen. Ja. Und wir sind ja auch coole Typen. Also, das kann man so unterschreiben. Ja, ist lustig. Ja, und lasst uns einfach ein Abo da, ein Feedback, wie ihr das alles gefunden habt und was ihr noch so sehen wollt. Also da sind wir immer offen für alles eigentlich. Ne? Dankeschön. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall noch mehrere Sachen sehen, wie wir den Chevy herrichten. Ja. Also wir versuchen einige Videos zu machen, auf jeden Fall von so ein paar Projekten, was wir machen. Ja. Zum Beispiel natürlich Motor, schauen wir mal in gewisser Weise, dass wir ihn zerlegen, zumindest Ansaug und so weiter, neuen Vergaser drauf, ja. Auspuffanlage. Ja, bei der Auspuffanlage werden wir selber schweißen, wahrscheinlich ja. Komplett Rohre nach hinten, weil es gibt zwar Flowmaster, aber wir werden da einfach, da wir nicht mehr so abhängig sind bei dem Baujahr, was Abgase angeht und Lautstärke, werden wir da schön Rohre nach hinten legen. Oh ja. Schau mal, der muss richtig geil sein. Er muss laut sein, muss richtig laut sein. Ja. Und blubbern. Ja, und Burnouts machen. Das sind eigentlich die Haupt. Ja, das sind die Hauptmerkmale eines guten Autos. Also dann, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Dankeschön fürs Zuschauen.